Das GamingClerks.de MMORPG ABC. Begriffe aus der virtuellen Welt schnell und einfach erklärt. Heute mit dem Buchstaben D. D wie DD. DD steht für Direct Damage, zu Deutsch direkten Schaden. Ein DD bezeichnet Schaden, der sofort wirkt bzw. sofort eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten beim Ziel abzieht. Ein DD kann ein Zauber oder auch eine normale Nahkampffähigkeit sein. Das Gegenteil eines DDs lautet DOT, Kurzform für Damage over Time. Korrekt übersetzt bedeutet dies Schaden über Zeit. Anders als der DD, der sofort eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten abzieht, macht ein DOT-Angriff oder Zauber über mehrere Sekunden Schaden. Meist gibt es bestimmte Intervalle bzw. Frequenzen, wie ein DOT wirkt. Ein kleines Beispiel. Caster A führt einen DD-Cast aus und fügt so den fiktiven Gegner, wir nennen jetzt einfach mal Kai, sofort 50 Schadenspunkte zu. Caster B möchte Kai zusätzlich stressen und castet einen DOT auf ihn, der wie folgt wirkt. Der DOT hält 30 Sekunden und richtet alle 5 Sekunden einen Schaden von 10 an. So verreckt der kleine Kai langsam und qualvoll auf dem Schlachtfeld. Oft wird ein DOT gar nicht zur Generierung von Schaden genutzt, sondern als Stressmittel. Während eines DOTs kann ein Caster zum Beispiel einige Zauber nicht nutzen, da er alle 5 Sekunden Schaden bezieht und so sein aktiver Zauber unterbrochen werden könnte. Außerdem mit D Damage Dealer. Ein Damage Dealer ist ein Charakter einer Gruppe, welcher den Schaden austeilen soll. Korrekt übersetzt bedeutet Damage Dealer Schadenshändler. Ein Damage Dealer soll den maximal möglichen Nahkampfschaden beim Gegner verursachen. In den Spielchats wird ein Damage Dealer auch hin und wieder mit DD abgekürzt. Neulinge in der Sprachwelt der MMORPGs können hier durchaus verwirrt sein. Es gilt daher bei der Abkürzung DD auf den Kontext, also den Zusammenhang, zu achten. Das DD für Damage Dealer wird als Nomen genutzt. Beispiel: Ein DD wird gesucht, um Kai zu töten. Das DD für Direct Damage wird meist als Adjektiv genutzt. Zum Beispiel: Der DD-Cast von Kai ist ziemlich stark. Natürlich handelt es sich hierbei um fiktive Beispiele. Kais DD-Cast reicht mal gerade für den ersten Gegner bei Hello Kitty Online aus. Ursprünglich hat man DD für Direct Damage nur in klein und DD für Damage Dealer in Großschrift geschrieben. Die meisten, vor allem junge MMORPG-Spieler, kommen allerdings mit dieser durchaus korrekten Schreibweise nicht mehr klar, wodurch DD mittlerweile fast immer groß oder eben klein geschrieben wird, je nach Lust und Laune. Außerdem gibt es mit D noch den DPM. Kurzform für Damage per Mana. DPM bezeichnet den Schaden eines Zaubers geteilt durch die Kosten seiner Ausführung. Jeder Zauberspruch kostet sogenannte Mana. Wird nun ein Zauber gewirkt, so kann man die DPM korrekt berechnen, indem man den Schaden des Zaubers durch die verbrauchte Mana teilt und per Prozentrechnung korrekt umrechnet. Die DPM dient zum direkten Vergleich verschiedener Angriffszauber. Das Ausrechnen der DPM muss der Spieler heutzutage aber nicht mehr vornehmen. Moderne MMORPGs zeigen direkt an, wie hoch die DPM eines Zaubers ist. Ähnlich verhält es sich mit unserem nächsten Begriff, DPS. DPS steht für Damage per Second, zu Deutsch Schaden pro Sekunde. Die DPS wird benötigt, um das Schadenspotenzial verschiedener Waffen oder Aktionen miteinander zu vergleichen. Berechnet wird die DPS aus dem Quotienten aus Angriffsgeschwindigkeit und dem potenziellen Schaden. Ein kleines Rechenbeispiel zur Verdeutlichung. Mit einem Schwert kann alle 2 Sekunden zugeschlagen werden und es richtet 30 Schadenspunkte pro Schlag an. Das Schwert hat also 15,0 DPS, da es 15 Schadenspunkte pro Sekunde austeilt. Das bedeutet, langsame Waffen richten mehr Schaden an mit einem Schlag als schnelle Waffen. Also, ein Zweihänder macht mehr Aua als ein Dolch, braucht aber auch länger zum Schwingen. Für den endgültigen Schaden ist aber nicht nur die DPS verantwortlich, sondern auch die Statuswerte des Angreifers. Unser nächster Begriff mit D: Debuff. Ein Debuff oder Debuff ist das Gegenteil eines Buff-Zaubers. Er stärkt also nicht den Charakter, sondern schwächt ihn. Ein Debuff wird selbstverständlich nicht auf die eigene Gruppe angewendet, sondern auf Gegner. Unser nächster Begriff mit D: Drain. Drain bedeutet korrekt übersetzt abziehen. Ein Drain bezeichnet eine Aktion, die einem Feind Schaden zufügt und dabei gleichzeitig einen gewissen Prozentsatz des Schadens dem Spieler, der den Drain ausgeführt hat, zurückgibt. Ein Drain muss sich dabei nicht auf die Lebenspunkte beziehen, sondern kann auch Zauberkraft oder Ausdauer übertragen. Sehr oft ist der Drain in Kombination mit einem DOT zu finden. Erneut ein kleines Beispiel.
Der Caster A führt einen Drain-Zauber gegen Kai aus. Kai verliert über 30 Sekunden lang alle 5 Sekunden 10 Lebenspunkte. Der Drain-Effekt beträgt 50%. Caster A erhält also alle 5 Sekunden 5 Lebenspunkte als Heilung zurück. Das heißt, Kai verreckt langsam auf dem Schlachtfeld und der Caster kann sich sogar noch vor ihm aufpumpen. Auch hier gilt natürlich wieder, dies ist ein fiktives Szenario, ein Kai hat ja nur Lebenspunkte im einstelligen Bereich. Der nächste Begriff mit D, Drop. Ein Drop ist ein Gegenstand, den ein besiegter Gegner fallen lässt. Besiegt ihr zum Beispiel ein feindliches Monster, so kann es sein, dass dieses einen Gegenstand nach dem Tode verliert. Einen solchen Gegenstand nennt man, egal was für ein Gegenstand es ist, immer Drop. Das englische Verb für Drop lautet droppen. Zur Verdeutlichung ein paar Satzbeispiele. Die Monster droppen ziemlich gut, hier können wir viele Drops in wenigen Minuten abgreifen. Oder, das ist Kai, den braucht ihr nicht töten, seine Drops sind Kacke. Unser letzter Begriff für heute mit D, DP. DP steht für Death Penalty, zu Deutsch Strafe für den Tod. Lasst ihr das virtuelle Leben irgendwo in der MMORPG-Welt liegen, so erhaltet ihr beim Wiederbeleben fast immer eine Strafe. Diese Strafe ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Fast immer aber erhaltet ihr einen relativ starken Debuff für einige Minuten. Oft verliert ihr nach dem Tod auch etwas Gold. Manche MMORPGs wie Lineage 2 gehen sogar so weit und lassen euch nach dem Tod einfach Gegenstände aus eurem Inventar droppen. Da verreckt ihr zum Beispiel auf dem Schlachtfeld und lasst einfach euer mega geiles Schwert fallen, welches ihr zuvor gefunden habt. Da freut sich der Gegner. Wer mehr sinnvolle oder sinnlose Begriffe aus der MMORPG-Welt erlernen möchte, der sollte auch nächste Woche wieder beim GamingClerks.de MMORPG ABC dabei sein. Wir empfehlen einfach, abonniert uns doch. Was, das habt ihr noch nicht getan? Dann aber Hackengast, sonst debuffen wir euch, hauen euch einen ziemlich harten Dot rein und als DP müsst ihr dann mit Kai in die Schlacht ziehen. Und das will ja wohl keiner, der droppt ja nur Müll.